einfach. Weiter geht's mit einmal Tibia rudern für den Rücken. Der Bewegungsumfang ist natürlich nicht sehr groß, werdet ihr gleich sehen, das ist normal. Und je schwerer das Gewicht wird, umso mehr müsst ihr natürlich aufrichten. Das wird nämlich nicht funktionieren mit schweren Gewicht da recht weit vorne zu bleiben. Das ist aber kein Problem. Wichtig natürlich, ihr müsst den Rücken hinten spüren. Wenn ihr den Rücken nicht spürt, dann ist entweder das Gewicht zu viel oder ihr seid zu weit aufrecht oben. Wobei auch mit sehr weit aufrecht oben man eigentlich ganz gut den Rücken spüren sollte. So, Gewicht war ein bisschen zu leicht. Ich war noch recht weit vorne. Tibia rudern ist so eine Übung, da kann man wirklich richtig schön Gewicht drauf pfeffern. Man arbeitet auch meistens sehr unsauber, ist also normal, aber wie gesagt, wirklich solange man auch wirklich den Rücken richtig hauptsächlich nur spürt. Keine Arme, kein unterer Rücken, kein gar nichts. Ansonsten ist halt meistens immer das Gewicht zu schwer. Auf geht's, nächste Runde. So, am Ende nochmal für die hinteren Schultern. Vorgebeugtes Seitheben wird von über 90% komplett falsch gemacht. Zu viel Gewicht für die hinteren Schultern, immer wenig Gewicht, viele Wiederholungen, damit ihr sie richtig trefft. Ja, vergesst diese 6, 8, 10 Wiederholungen. Die meisten haben viel zu viel Schwingen mit dem Körper, mit Heben, mit alles anderem, außer mit den hinteren Schultern. Deswegen wachsen die natürlich auch nicht entsprechend. So, ich habe jetzt 25 Wiederholungen, 3 Stück. Ich lasse die Arme extra gestreckt, damit ich noch mehr nur hauptsächlich mit den hinteren Schultern heben kann. Und das sollte dann auch recht gut für ein anständiges Wachstum sorgen. Brennt im ersten Satz sehr unangenehm, im zweiten Satz wird unmenschlich und im dritten Satz Hölle. So, liebe Freunde, wir haben jetzt kurz nach 9, viertel nach 9 und ich bin zu dieser gottlosen Zeit wieder unterwegs. Wie ihr sicherlich gemerkt haben solltet, ich bin kein Frühaufsteher, ich bin ein Nachtmensch, also nachts um 12 Uhr fange ich erst an, quasi richtig wach zu werden. Deswegen versuche ich auch eher abends zu arbeiten als morgens, zumindest was Schneiden und so angeht. Habt sicherlich alle schon gemerkt auf Snapchat, weil ich meistens immer schlafen gehe. Das ist sicherlich nicht um 11 oder um 12, das geht gar nicht. Ich muss aber trotzdem heute früh arbeiten. Das kommt ausnahmsweise mal vor, weil ich einen Kollegen vertreten muss, der krank ist oder keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Aber das Gute ist, ich bin heute in einem Frauenstudio. Das heißt, über 20 schöne Frauen, die nur das eine wollen. Hart trainiert werden. Feierabend. Runde 1 ist geschafft. Jetzt heißt es für mich ab ins Training. Wir haben jetzt kurz nach 11. Das heißt, ich gehe auf leeren Magen trainieren, weil ich esse ja morgens momentan noch nichts. Also solange meine Kalorien noch sehr niedrig sind, werde ich noch auf mehr als 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag verzichten. Ich denke mal, sobald ich so auf 3000, 3500 irgendwann mal bin, werde ich dann wahrscheinlich noch so kleine Zwischenmahlzeiten einschieben. Aber bis dahin bleibe ich quasi mit leeren Magen. Erstmal bis zum Mittags, nachmittags spätestens. Und
ja, auf leeren Magen trainieren heißt natürlich nicht komplett auf leeren Magen. Auf jeden Fall BCAAs sollten da ein Muss sein. 10 Gramm BCAAs. Und ich werde noch heute einen kleinen Trainingsbooster gönnen. Vergesst nicht, auf Snapchat gibt es den Booster-Test, den ich seit einigen Wochen mache. Ansonsten gucken wir mal, wie das Training heute laufen wird. Ich bin mal gespannt. So, ich würde gerne noch mal ganz kurz zu diesem Thema If It Fits Your Macros zurückkommen. An einem Beispiel von meinem heutigen Tag. Also heute war der Tag richtig krass voll. Ich war echt von morgens arbeiten, dann im Training, dann vom Training wieder nach Hause, musste wieder ein paar Sachen schnell vorbereiten, dann musste ich wieder auf die Arbeit gehen und bin quasi jetzt erst kurz nach 7 nach Hause gekommen und dann konnte ich erst wirklich essen. Das heißt also, ich habe die meisten meiner Kalorien werde ich jetzt essen, weil ich konnte zwischendurch wirklich kaum was essen. Ich habe nur so ganz kurz zwischendurch so einen ganz kleinen Snack gegessen und meinen Post-Workout-Shake getrunken und das war schon. Das heißt also, ich habe jetzt quasi um die 2000 Kalorien, die ich verdrücken kann, was natürlich ziemlich gut ist, aber da ich ja Effizio Macros mache, gibt es mir ja die Freiheit, die Kalorien so zu essen, wie ich möchte. Und ich könnte jetzt auch theoretisch mir sagen, okay, ich esse mein Hähnchen und Reis und die restlichen 1000 Kalorien esse ich in Form von einem Ben & Jerry Eis zum Beispiel oder eine Torte oder weiß ich nicht, irgendwas halt, was jetzt nicht sauber ist. Aber so soll es nicht sein und es ist auch nicht der Sinn der ganzen Sache. Ja, auch hier wiederum esse ich zu 99% sauber. Vor allem noch natürlich, wenn ich noch in der, ich sag mal, in der Diät bin oder wenn ich noch mit meinen Kalorien langsam hochgehe und nicht in einer Off-Season-Phase bin, wo ich mir sage, es ist mir egal, wie ich jetzt aussehe, so mehr oder weniger. Und ich zeige euch das einfach mal, ja, damit ihr es sehen könnt. Das heißt also, trotzdem bleiben meine Mahlzeiten gleich, weil es einfach auch am Ende mehr sättigender ist. Ja, ich habe immer noch hier mein Hähnchen und mein gebratenes Gemüse, was ihr kennt. Dann gibt es natürlich Erdnüsse, dann gibt es hier meinen Proteinkuchen. Ein bisschen bröckelig diesmal geworden. Dann hier habe ich meine Whey, Erdnussmus, Kokos, Raspeln und was habe ich noch? Diese Kakaonips habe ich reingemacht und dieses neue Pulver, was ich mir geholt habe, das Kokosmehl habe ich auch noch reingemacht, schmeckt auch noch ziemlich geil damit. Und natürlich weiterhin einen großen Salat und ein paar Tomaten werde ich mir gönnen. Und das ist natürlich, von der Menge ist natürlich jetzt viel mehr. Ja, aber trotzdem ist da jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie was nicht wirklich sauber ist. Und das Ganze trage ich dann natürlich auch hier, könnt ihr mal schauen, in meine Makros ein. Das sind jetzt zum Beispiel, was ich heute erreicht habe. Ich hatte heute 210 Gramm Eiweiß, 150 Gramm Kohlenhydrate und 110 Gramm Fett. Ja, so sahen quasi meine heutigen Makros aus. Denkt aber immer dran, natürlich das Gemüse, das zähle ich nicht mit. Das ist Free Food sozusagen. So, also kein Grund irgendwie dreckig zu essen oder ja, nur weil man jetzt sagt, ich mache Effizio Macros, dass man sich dann irgendwie seine Kalorien mit Schokolade oder Süßigkeiten vollstopft. Vor allem, wie ich gerade eben gesagt habe, das Problem ist halt, es ist einfach nicht sättigend. Ja, 1000 Kalorien in Form von irgendwelchen einfachen Zuckern sättigen nicht so wie 1000 Kalorien von hochwertigen Kohlenhydraten. Also im Sinne von Reis jetzt zum Beispiel. Das ist einfach Fakt. Ich möchte euch nochmal heute einen kleinen Videotipp geben. Das mache ich ja eher selten, weil es auch selten gute Videos auf YouTube zum Thema Fitness gibt. Und heute geht es, falls ihr es noch nicht kennt, um das Raw Footage von Boston Lloyd. Boston Lloyd kennt ihr wahrscheinlich. Es ist so nach Rich Piana einer der bekanntesten, die mit dem Thema Stoff sehr offen umgehen, der auch sehr bekannt geworden ist für seine Einjahrestransformation mit gibt dir alles, was die Apotheke zu bieten hat, so nach dem Motto. Und er hat jetzt vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ein Video rausgebracht, wo er, ich sag mal, quasi zeigt, Full Day of
was spritze ich mir so den ganzen Tag. Andere machen Full Day of Eating Videos. Er zeigt hier mal, was er sich von morgens bis abends so gibt. Und mein Tipp ist deswegen, weil es sehr, sehr interessant und informativ ist, vor allem mal zu sehen, was diese Menschen, die so aussehen wie er, vor allem in seiner Liga, und er ist halt schon ein richtiges Monster, für diesen Sport opfern müssen. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Und für mich ist einfach das Krasse, ihr werdet sehen, also der Typ spritzt sich öfters am Tag was, als andere Mahlzeiten haben. Also der ist nur am Dauerspritzen. Vor dem Training, nach dem Training, morgens, abends, mittags. Und das ist schon krass. Ja, also da realisiert man echt, was man tun muss, ja, um so auszusehen. Und ihr werdet sehen, es geht auch nicht nur um die Mengen. Ja, es geht auch nicht nur, was für alle Sachen er sich da alles gibt. Wo er sich das überall spritzt, also ich meine, okay, Popo, Gluteus ist schön und gut, ja, aber dann Brust, Schultern, Bizeps, hier auch heftig zu sehen, ja, hier Brustmuskel oder kurz hier draußen nach dem Training mal ganz kurz mal eine Injektion in den Bauch und vor dem Auto, also ist schon heftig, ja, damit man dann quasi am Ende dann brutal aussieht. Und natürlich muss euch auch bewusst sein, dass er natürlich jetzt natürlich eine komplett andere Liga ist, aber ihr könnt das so ein bisschen dann herabstufen auf die Leute, die dann nur die Hälfte von ihm aussehen oder nur ein Drittel, was die dann auch dafür geben müssen. Aber es ist halt nicht, was ich damit sagen möchte, dieser Sport oder dieser Körperkult hat nichts mit, oder zumindest nicht nur was mit, ja, hartes Training im Gym und geiler Lifestyle und gut aussehen und nackt geil rumlaufen und gesund sich ernähren und so weiter und so fort, ja, sondern er hat auch eine andere Seite, und zwar die Seite, die ihr einfach nicht seht, ja, wir sehen generell immer nur durch die Fotos, durch die Videos und vielleicht, wenn die Personen mal vorn stehen, eigentlich nur so die Spitze des Eisberges, das Endresultat, aber was dahinter steckt, das sehen die meisten von euch nicht oder von uns allgemein. Und das ist einfach nicht nur harte Arbeit, harte Disziplin, sich den Arsch im Gym aufreißen, sich den Arsch, was Ernährung angeht, aufreißen, sondern es sind halt auch noch andere Sachen. Und hier sieht man mal richtig diesen Einblick, was es ist, weil immer nur drüber zu reden ist die eine Sache, aber es mal zu sehen ist mal die andere Sache. Und da realisiert man noch sehr viele andere Aspekte, die dann sicherlich auch eine Rolle spielen. Ja, da muss man nicht drum rumreden. Also wer so aussehen möchte, der muss mehr machen als nur hart trainieren und genetische Voraussetzungen mitbringen. Also checkt es mal ab, schaut es euch einfach mal an, damit ihr einfach mal seht, wie das Ganze aussieht. Und es muss sich natürlich auch bewusst sein, dass man auch über dieses Thema die meisten zumindest nicht wirklich offen reden können. Ja, ich meine, er kommt jetzt aus den USA, das ist wieder was anderes, auch was die rechtliche Grundlage angeht. In Deutschland ist es natürlich ein bisschen schwieriger und das fängt an von der Thematik, kein Mensch versteht mich, ja, alle stecken mich in die Schublade, okay, der nimmt was, weil er nicht hart trainieren möchte, bis hin natürlich zu finanziellen Sachen, also Sponsoren und so weiter und so fort. Deswegen sollte man dann nochmal, ja, es einfach sein lassen, was das Thema, ja, nimmt er was, nimmt er nichts, warum äußert er sich nicht drüber, warum ist er nicht ehrlich, da ist es leider nicht so wirklich oft einfach ehrlich zu sein. Und bevor wir zum Ende dieses Videos kommen, möchte ich nochmal ganz kurz auf ein kleines bestimmtes Thema eingehen, aus dem Bereich Körperfettreduktion, und zwar haben mich in der letzten Zeit einige Leute angeschrieben, die mich nach der Meinung gefragt haben, beziehungsweise nach Tipps, wie sie denn weiter vorgehen sollen. Sie machen schon einige Zeit Diät und sind aber noch unzufrieden, würden gerne noch ein bisschen weiter runter, und was wäre mein Tipp dazu? Und ich habe gemerkt, dass sehr viele sehr schnell dazu neigen, sehr, sehr viel zu machen.
und kommen dann an einen Punkt, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen, weil sich der Körper quasi an das Trainingspensum und an die Ernährung gewöhnt hat. Und sind aber trotzdem noch unzufrieden, weil sie sich sagen, okay, ich würde gerne aber noch mehr verlieren oder halt noch weiter runtergehen mit dem Gewicht. Und warum ich jetzt das eigentlich erwähne, ist, ich wollte euch nochmal einfach den Rat geben, darauf zu achten, wie ihr eure Körperfettreduktionsphasen beginnt. Und mein Rat lautet hier, immer mit maximaler Kalorienmenge beginnen und minimalen Trainingsaufwand. Ja, so sollte immer der Start sein. Weil es kann nicht sein, ja, dass man in einer Diät durchgehend nur hungert oder kaum was isst und auf der anderen Seite extremst viel trainiert. Das gibt es nicht. Wobei es wäre gelogen zu sagen, man hungert nicht und man trainiert nicht extrem viel. Das gibt es schon, aber nur in den letzten Wochen, also quasi am Ende der Diät. Stellt euch einfach vor, ihr macht einen Marathonlauf und erst in den letzten 2-3 Kilometern fangt ihr an zu sprinten. Ja, ihr beginnt nicht gleich von Anfang an zu sprinten, sondern ihr steigert euch langsam oder bleibt konstant und erst in den letzten Metern quasi legt ihr einen Sprint hin. Und so sollte auch im Endeffekt eure Diät- bzw. Körperfettreduktionsphase aufgebaut sein. Ihr beginnt mit den maximal möglichen Kalorienmengen, natürlich im Defizit. Das heißt also, ich esse so viele Kalorien wie möglich, um aber noch ein Defizit, welches noch ein Defizit beinhaltet, wo ich damit ich noch Körperfett verbrennen kann und starte auf der anderen Seite mit minimalen Trainingsaufwand, was theoretisch erstmal nur mit Krafttraining wäre. Das heißt also ohne Cardio und steigere dann oder führe dann das Cardio mit der Zeit ein. Oder wenn ich mit Cardio starte, dann beginne ich natürlich mit kleinen Einheiten, mit wenig Einheiten und steigere das dann natürlich mit der Zeit. Deswegen ist es auch wichtig zu sagen, wie lange oder festzulegen, wie lange die Diät dauert, damit man das Ganze sich schon einteilen kann. Und entsprechend fahre ich dann am Ende eine recht hohe Intensität und nicht von Anfang an. Denn bedenkt, wo wollt ihr denn hin, wenn ihr schon am ersten Tag mit 7-mal die Woche 60 Minuten Cardio beginnt? Das heißt also, ich kann das Ganze nicht mehr steigern oder ich müsste noch mehr machen, was dann natürlich später zu Problemen führt, wenn ich an den Punkt komme, wo mein Körper einfach noch mehr braucht. Und dasselbe gilt natürlich auch mit der Ernährung. Wenn ich ein extremes Defizit fahre, will ich dann noch mehr kürzen? Kann ich dann überhaupt noch mehr kürzen? Kann ich es überhaupt ertragen, mit unter 1000 Kalorien wochenlang zu leben? Es wird super schwer und kaum möglich sein. Natürlich, ja auch hier nochmal am Rande gesagt, es gibt Situationen, wo man gleich von Anfang an mit maximalem Kaloriendefizit und maximalem Trainingsaufwand beginnt. Aber das gilt wirklich nur, wenn man sich sagt, ich habe eine kurze Zeit, ich möchte in 4 bis 6 Wochen in Topform oder beziehungsweise alles rausholen, was möglich ist, und dann wäre sowas anzuraten oder dann könnte man so vorgehen, dass man dann wirklich anfängt mit einem riesigen Defizit und einem extremen Trainingsaufwand. Aber wichtig ist, danach ist aber auch Schluss. Ich kann dann nicht mehr nach 4 bis 6 Wochen sagen, ah, ich bin jetzt aber unzufrieden, ich habe mir das Ganze anders vorgestellt, ich würde gerne weitermachen, dann ist es nicht möglich. Das heißt also, ich verschieße mein ganzes Pulver von Anfang an und habe dann am Ende nichts mehr, womit ich arbeiten kann. Oder ich verschieße es ganz langsam über einen längeren Zeitraum und erziele damit einfach viel mehr Erfolg. Deswegen sind so kurzzeitige Diäten, wie ich sie gerade eben erwähnt habe, wo man versucht, das Maximale aus dem Körper rauszuholen, für den Otto-Normalverbraucher wirklich nicht geeignet. Also kommt davon weg, denkt auch nicht mal daran, während ihr das gerade hört. Das gilt wirklich nur für Leute, die schon in Shape sind, die einfach nur nochmal schnell ein bisschen den Körper in so eine Art Feintuning machen möchten. Und das ist dann wiederum, wie gesagt, eine komplett andere Liga. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen. Wie dem auch sei, das war's wieder von mir. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Vergesst euer Like für nicht. Ich freue mich auf euer Comment. Wir sehen uns. Bis demnächst. Okay, sorry.
drehe doch nicht ein.